mich ist die Rumba Catalana ein Lebensgefühl. Nicht nur Musik, die ich gerne mache und die ich gerne in die Welt hinaustragen will, sondern Rumba Catalana ist für mich, alles wird gut, selbst die größte Scheiße wird noch irgendwie gut und die Welt ist so, wie du sie denkst. Und mach das Beste draus. Es ist immer noch Jote Jange und das ist Rumba Catalana. In Sevilla mit meinem Mann Antonio und wir haben dort Flamenco Hondo und Sevillanas uns angeschaut. Das ist die Musik, wenn die so stolz daherkommen und so tief singen und von Leidenschaft weinen und tiefe Schmerzensschreie machen. Und das hat mich auch wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Aber es gab so einen Moment, wo ich dachte, nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Gibt es hier auch nicht vielleicht ein bisschen was Fröhlicheres? Und der Ehemann, also der Antonio, der sagte dann, Mensch, guck dir mal Perrette an auf YouTube. Das wird dir gefallen. Das ist Rumba Catalana. Dann habe ich mich am nächsten trüben Novemberwochenende auf Mallorca vors Internet gesetzt und habe das Wort Perrette eingegeben. Und es kamen Videos von den letzten 50 Jahren über diesen Mann, der Erfinder der Rumba Catalana. Und da war ich verliebt. Ich habe mich in einen 75-jährigen alten Mann verliebt und bin fassungslos gewesen, wie der mit jedem Gitarrenschlag, den er machte, immer lächelte, immer freudig war. Egal, ob das Video oder die Aufnahme von 1960 war oder von 2012. Der hatte immer den gleichen Gesichtsausdruck, der Freude. Und ich dachte, also wenn diese Musik das mit einem macht, dann will ich das auch haben. Perrette ist Sean Connery auf Spanisch. Perrette ist der Dios, der El Dios de los Músicos de la Rumba Catalana. Perrette ist der Gründer der Rumba Catalana. Perrette hat weltweit einen Hit in den 70ern gehabt, der heißt oder hieß El Borequito. Perrette hat eine Fangemeinde von 15 bis 70 und Perrette geht über die Straßen, die Leute stehen auf und klatschen und huldigen ihm. Das habe ich jetzt gerade noch selber vor 3 Wochen erlebt. Wir sind abends durch Palma gegangen. Und ich war fassungslos, welche Altersklassen aufstehen, um ihn einfach zu huldigen. Perrette ist the man, das ist der James Brown, der Rumba Catalana. Wenn man das hört, Rumba Catalana, denkt man schon, also das erste Mal, was ist das? Wieso heißt das Rumba Catalana? Das heißt Rumba Catalana, weil es schlicht und ergreifend aus Katalonien kommt, nämlich aus Barcelona. Mehr ist da nicht hinter. Und dann habe ich das gehört und das fand ich toll, weil ich sofort am Computer saß und habe direkt mitgetanzt und gesungen und bin so aufgesprungen, wie alle Deutsche aufspringen, wenn sie spanische Musik hören und denken, das ist Flamenco, aber keiner weiß, dass das eigentlich die Rumba Catalana ist. Ich bin nach Barcelona gefahren und habe bei Herrn Perrette um Audienz gebeten. Die habe ich auch gekriegt. Das war also relativ einfach, weil Perrette ist ein ganz offener Mensch. Der findet neue Ideen klasse und vor allen Dingen wollte er unbedingt die Frau kennenlernen. Also es ist jetzt kein Witz, er wollte mich wirklich kennenlernen und zwar die Frau, die seine Musik auf Deutsch singt.
Und wir haben uns in Barcelona getroffen und ich habe ihn gebeten, sich das anzuhören, mir seine Meinung zu nennen. Und nachdem ich ihn auf dem Stuhl habe tanzen gesehen mit seinem Krückstock, hat er zu mir gesagt, also mach weiter und wenn du das nächste Mal eine Platte aufnimmst, singe ich mit. Und da bin ich fast tot umgefallen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Der spanische James Brown sagt zu mir, alter Kölner Pappnase, ich singe mit dir ein Liedchen auf der Platte. Und das haben wir gemacht. Ich habe früher in Köln Soul-Musik gesungen und Blues. Und so wie ich früher immer fand, dass man Blues nur mit echten Amerikanern und vor allen Dingen am besten noch schwarzen Amerikanern singen sollte, habe ich gedacht, die Rumba Catalana kann ich mit keinem Musiker machen, der kein Spanier ist, geschweige denn kein Zigeuner. Das ist völlig unmöglich. Ich tanze ja auch kein Schuhplattler mit einem Japaner, also das geht nicht, ja. Und dann bin ich einfach auf Zigeunersuche gegangen. Schlicht und ergreifend habe ich mir Orte aufgesucht, wo man Zigeuner finden könnte. Und habe die angesprochen und habe die gefragt, ob sie mit mir Rumba Catalana auf Deutsch singen. Und das war sehr lustig. Also ich hatte da sehr lustige Reaktionen. Oye, alegría, 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 mira! Ja, schon der Sommer. Der Schrank wird immer voller. Mit schönen, vielen Männern, mit schönen, bunten Farben. Ich werd ja immer brauner, weil ihr die weiße Farbe und meine Fantasie haben. Die Waren kochen, direkt ja mit mir durch. Und ich geh ja los. Die Stammbesetzung ist Toni Cruz Saavedra aus Palma, aber ist eigentlich Sevillaner, nur die leben schon seit 30 Jahren auf Mallorca. Dann kommt dessen Sohn, das ist die Perkussion, der Dani Cruz. Und je nachdem haben wir noch zwei Palmeros mit. Das sind also zwei Herren, die den ganzen Abend nichts anderes machen als zu klatschen. Und das sind auch, die kommen auch aus der Cruz Family und das ist ebenfalls nochmal Dani Cruz und Diego Cruz. Und ich singe, ich bin das deutsche Mädchen mittendrin. Ich bin eine feine Zigeunerin. Eine feine, feine Zigeunerin, mit super viel Stil und Klasse, naja, mit super viel Stil und Klasse, nur gut ich steche wohl aus der Masse. Eine feine Zigeunerin, eine feine, feine Zigeunerin, mit super viel Stil und Klasse, nur gut ich super viel Stil und Klasse, nur gut ich steche wohl aus der Masse. Aber wenn's drauf ankommt, Mallorca kennt man uns, wir hatten auch hier eine sehr gute Presse, hatten letztes Jahr mit Nummer 2 über Monate im Inselradio mit dem Lied Nein, er war nicht tot, er trank nur ein lecker Bierchen. Und ja, in Deutschland sind wir auf ein paar Festivals aufgetreten und auch in der Lanxess Arena, also Köln Arena. Und jetzt möchten wir nach Deutschland zurück. Unser Job ist es, die Rumba Catalana nach Deutschland zu bringen. Das ist die Mission. Nein, nein, er war nicht rum, nein, nein, nein. Nein, er war nicht rum, nein, nein, nein. Schäbele, schäbele, schäbele. Nachdem er nun einmal weg war, da fand man eines anderen tot. Na ja, der sah ihm ziemlich schäbig. Die Nase war bei ihm auch rot. Die Stecken seinen Sack auf. Und fehlte Tönnen, Hosen, Fratzen. Schon im Weg gesprochen, er wird er kommen mit offen. Nein, 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 nein
Nacht durch, ich schlaf nicht mit einem Buch.